Ja, Gerd, jetzt auch wieder eine Frage. Das ist wie mit Plus- und Minuspol. Wer ist bei uns? Du bist Minus und oder Plus bei uns? Such das aus. Ja. Such das aus. Gleichstand. Ich meine, was jetzt auf die Springer zukommt, ist ja kein Zuckerschlecken. Mhm. Nach dem, was sie alles schon in den Knochen haben, nun diese Nordland-Tour mit Oslo, mit Vikersund, mit Lillehammer, also Trondheim auch noch, ja, das ist eigentlich Wahnsinn. Das muss doch zwangsläufig jetzt an die Substanz gehen. Das geht auch an die Substanz, Dirk, das ist definitiv klar. Aber es ist wie in jedem Jahr. Die, die vorne sind, also sage ich jetzt mal die Top 7, Top 8 und so weiter, denen fällt es leichter, weil sie genau wissen, das Material stimmt, meine Form ist noch ganz gut, auch wenn es vielleicht mal von der Kraft her nicht ganz so hundertprozentig aussieht, aber die Sprünge funktionieren. Dann wird es dieses Mittelfeld geben, ich sage jetzt mal, zwischen 10 und 30. Da werden relativ viele Veränderungen stattfinden, was die Platzierung angeht. Und dann gibt es eben die, die ganz hinten sind, die kämpfen nur noch um den Einzug in den zweiten Durchgang und Qualifizierung für die Wettkämpfe. Und daran wird sich nichts ändern. Also auch der Gesamtweltcup, der ja noch nicht entschieden ist, aus meiner Sicht auch überhaupt noch nicht entschieden ist, zwischen Kamil Stoch, Stefan Kraft. Allerdings bin ich der Meinung, dass es nur noch zwischen den beiden abgeht. Ja, das ist gut. Da musst du keine Kugel lassen. Andi Wellinger ist da doch zu weit weg, aus meiner Sicht. Man weiß es nie, aber kann da was passieren. Domen Preutz wird es gar nicht mehr schaffen, gegenzuhalten. Und weiß, auch der Daniel André Tande scheint auch nicht mehr auf dem Niveau das zusammenzukriegen, wie es am Anfang der Saison war. Gerd. Ja, Dirk. Kann das Auslassen eines Wettkampfes, was auch mit Reisestress verbunden ist, schon eine Rolle spielen, dass man physisch, psychisch noch besser beieinander ist als diejenigen, die alles durchgesprungen sind? Ich meine jetzt Markus Eisenbichler, der ja in Asien einen Wettkampf ausgelassen hat. Ist es vielleicht ein Vorteil für Stefan Kraft, der gezwungenermaßen, weil er ja krank war, zwei Weltcups ausgelassen hat? Kann sich das jetzt zum Vorteil ändern? Naja, zum Vorteil, die springen ja alle ganz vorne. Also ja, ja, dass er einfach anderen, die Spannkraft. Also bei Stefan Kraft ist es zu weit weg gewesen. Das war während der Vierschanzentournee. Spielt keine Rolle mehr. Nein, außerdem ist er ja dort geschwächt worden, weil er eine Krankheit hatte. Okay. Er ist ja nicht ausgestiegen, weil er keine Kraft mehr hatte, sondern weil er krank war. Und beim Markus Eisenbichler war die Pause absolut richtig. Haben wir gesehen, bei den Weltmeisterschaften hat er absolut überragende Leistungen gebracht mit der Einzelmedaille, mit Team Mixteam Weltmeister. Und das ist jetzt dieser, ja, ich will es auch nicht zitieren, aber dieser oft zitierte Flow, der einfach da ist. Er weiß, was er zu tun hat, er hat seine Kraft beieinander, hoffentlich auch gesundheitlich, Rücken hält, Knie hält und so weiter. Dann geht es zu einem Schiefliegen, was er besonders auch mit mag, weil er ein gutes Fluggefühl hat. Also für die Jungs, die da vorne sind, ist es, glaube ich, kein Problem. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist jetzt, auch für die Vorqualifizierten bei dieser Raw Air Tour, mal was auszulassen. Ja, sie können ja nichts auslassen. Denn die Qualifikationen gehen mit in das Ergebnis ein. Und es gibt ja ein extra Preisgeld von 100.000 Euro. Und man nennt das also in Norwegen oder bei dieser Raw Tour nennt man das also die Qualifikation, also den Vorwettkampf, weil diese Punkte mit in die Gesamtwertung eingehen. Deshalb ist es vielleicht, wenn man einen Sprung sparen will, muss man den ersten oder zweiten, so wie es der Nori manchmal macht, auslassen und dann muss man die Qualifikation / Vorwettkampf mitspringen, wenn man das bescheidene Preisgeld von 100.000 Euro ein Stück was abhaben möchte. Endlich mal ein Preisgeld, was auch angemessen ist zu dem, was die Athleten leisten. Würde es dich sehr wundern, wenn die Norweger in Persona von Forfang oder Fannemel, die ja, sagen wir mal, die meisten Weltcups ausgelassen haben und im Training waren, wenn die jetzt bei dieser Nordland-Tournee richtig auftrumpfen würden? Nein, würde mich nicht sehr wundern. Nur, man muss ja dazu sagen, sie haben ja nicht den Weltcup ausgelassen, um Kraft zu sparen, sondern sie haben die Weltcups ausgelassen, weil sie einfach nicht in Form waren. Und das ist ja auch noch ein Unterschied. Und jetzt ist es natürlich so,
dass sie mit dem absoluten Glücksgefühl dieser Team-Silbermedaille ankommen, vor heimischem Publikum springen und die Schanzen kennen. Also das würde mich nicht wundern, wenn sie auf diesem Niveau weiterspringen würden. Könnte es passieren, dass bei einem Mann wie Stefan Kraft, der ja nun bei der WM alles erreicht hat, dass es da trotz alledem so eine Art Spannungsabfall geben kann? Also wenn, war der nur kurzfristig. Ich habe den am Montag bei Servus TV gesehen und da hat er eben auch gesagt, dass er die Zeit jetzt nutzt, sich zu regenerieren und Dienstag wieder in die Kraftkammer und so weiter. Also wenn das da einen Spannungsabfall geben sollte, wenn er, ich sage jetzt mal, was nicht passieren wird, keinen zweiten Durchgang erreichen würde, dann kann das nur an den Verhältnissen liegen, aber nicht, dass er jetzt seine Form verloren hat oder die Lust verloren hat. Und wenn wir uns an das Skifliegen in Oberstdorf erinnern, hat es auch so formuliert, das sind ja seine Lieblingsdisziplinen. Und da haben wir an der Anzahl noch zwei am Ende mit Vikersund und Planica, also zwei Wochenenden, wo wir insgesamt 5 Wettkampftage haben. Und da muss ich auch in Kamel Stoch eher noch ein bisschen straffen, um den Gesamtweltcup zu verteidigen, das gelbe Trikot. Und der Stefan ist auch eine absolute Frohnatur, einer, der auch mit dem Publikum spielen kann. Du warst selber dabei, er war im letzten März mit Heiböck zusammen bei Sportler oder bei Talk unterm Turm in Berlin. Also das ist auch einer, vielleicht können wir damit den Bogen schließen. Wir werden ja die Damen nicht mehr sehen, zumindest wir werden sie nicht mehr treffen. Ich hätte vielleicht noch einen Wunsch, dass die Carina zu ihren Erfolgen sich auch noch ein bisschen öffnet. Nur ein Teil beispielsweise von Stefan Kraft mitbringt, damit die Erfolge auch beim Zuschauer richtig ankommen. Man kann doch als Athlet auch ein bisschen mit seinem Publikum spielen, oder nicht? Das ist richtig, aber dem einen liegt das eben mehr und der anderen eben weniger. Also das ist sicherlich ein Aspekt, den man da... Ich weiß nicht, ob man das jemanden einimpfen kann. Man kann es in eine gewisse Richtung kann man es vorantreiben. Ja, aber das sind man so kann vom, eine Medienschulung machen, doch. Das ja schon, aber man muss das auch mögen, mit der Kamera ein bisschen zu spielen und so weiter. Das ist ja jetzt mal wie eine Lindsay Vonn zum Beispiel. Das mir auch erst ein bisschen antrainieren. Ne? Und so ganz locker bin ich ja auch nicht vor der Kamera. Geht schon. Nein, aber das bin ich 100% bei dir. Also das wäre schön, würde auch der gesamten Sportart helfen. Auf der anderen Seite ist es auch mal so, darf man auch mal erwähnen, sie sind viele Weltcups werden kaum übertragen oder in Zusammenfassungen übertragen. Und das spielt eigentlich auch wahrscheinlich noch mehr eine Rolle, damit sie in den Fokus der Öffentlichkeit treten können. Ja. Alle springen zu übertragen, wie bei den Herren. Und dann ist automatisch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit allgemein auf den Frauenskispringen. Und dann wird das andere schon mitkommen. Und die Breite ist ja auch nicht größer geworden im Damenskispringen. Ja, aber ich finde es jetzt gar nicht. Also aber jetzt die, verlieren ich wir es, uns. Ja, wir verlieren uns, aber ich finde es jetzt gar nicht so. Also ich habe das auch angeschaut. Das ist toll, das ist toller Sport. Natürlich sind sie noch relativ weit weg von dem Teamspringen an sich mit nur reinen Damenspringen. Das hat man jetzt bei den Juniorenweltmeisterschaften gemacht, allerdings auch nur mit 3 Athletinnen. Ja. Also da braucht es schon noch ein bisschen Zeit. Aber es braucht auch Hilfe vom Internationalen Skiverband und auch vielleicht vom IOC noch ein bisschen mehr Hilfe mit. Und dann wird es vielleicht auch mehr Nationen geben, die das eben auch mehr betreiben. Ich mein, Stichwort, wir verlieren uns gerade, aber Norwegen, da ist doch auch nicht viel los. Mit Maren Lundby, ja, aber danach ist halt wenig Masse an Springerinnen. Siehst du, jetzt habe ich dir den Ball noch mal zugespielt, damit du entsprechend Wortanteil hast. Ja, du hast dich ja indirekt ein bisschen beschwert. Mhm. Und jetzt ist es 55-45 dann zu deinen Gunsten. Dann lasse ich dir noch das Schlusswort und dann kannst du noch 1,5% aufholen. Nein, so lang ist das Schlusswort nicht. Das war's, was wir Ihnen anzubieten hatten. Und wir bleiben am Ball und wir werden uns auch zwischenzeitlich wieder melden. Das war's von Gerd und von mir für Avia TV.